Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die Fantasy Mod. Punkt. Wir haben uns nicht weiter wegbewegt, wir haben nur aufgeräumt. Nicht neuen von Rucksack? Nee, ne? Nee, das hatten wir alles. Wir haben es 19:52 Uhr, also wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir könnten noch ein bisschen rumschladudeln gehen. Aber wo gehen wir rumschladudeln? Da ist halt so neblig, aber trotz. Weil da ist gerade dicht. Die campen da. Man könnte dahin gehen, da sind Gubsch. Wie geht's uns eigentlich gerade? Eigentlich ganz gut, ne? Boah, noch so ein Wir töten noch ein Boah. Cooking Grill. Und das Schwein. Schauen wir mal, was wir hier so finden. Und ich Das ist bin ein wieder bisschen hier. zu dicht halt, ne, der Ja. Nebel. Eine. Oh. Da oben steht eine Kriegerin. Jetzt Hallo sagen. Ach, wir haben keine Stamina mehr. Oh. Aua. Ich hole mal frei. Ganz schön nah an der Wohnung, Typen. Ihr alle. Muss ja alle weglaufen. Oh. Müssen wir tauschen. Wir gehen mal in die Richtung. Ja, das Wetter schöner. Genau. Die Tanker hast haben wir ja gemacht, ne? Ja, na, war ja die Wäscherei, nicht die Tanker, aber ja. Ein Dosentyp rum. Wieso denn so viele davon? Ist das nicht ein. Ist auch ein bisschen übertrieben. Was steht da? Den kriegen wir. Chavano. Wobei ich vergaß, wir machen so wenig Schaden. Und schade, dass diese Magier-Dinger nicht mal so aus Spaß auch gegeneinander kämpfen. Wir gehen mal kurz hier rum. Das sind die alle nach Hause lockst. Schon belagern sie dich wieder. Der ist aber nicht so schlimm, der kleine Zwerg. Zwei davon sind aber nervig. So. Hä? Das macht ja null Damage hier. Au.
Oh je. Wahrscheinlich eigentlich wirklich, ja? Du musst die gezielt irgendwo hinpullen, ansonsten gehen da so viele Ressourcen drauf an Munition. Oh, jetzt hat er echt überlebt. Wir gehen mal nochmal nach Hause. Da steht der Typ halt wieder. Ja, ich glaube, dann sammeln wir mal Holz. Dann machen wir das generell mit Spikes wahrscheinlich erstmal. Da sind noch mal. Ey, sind doch ein bisschen viele. Den kriegst du ja nicht weg. Und den großen Treuk ohne dazu, dass sie über die Spikes drüber steigen. So. Ich wollte gerade sagen, erstmal eine rauchen, aber nah dran. Okay. Da hast du zumindest Holz gemacht. Das wird ja nicht viel, oder? Das ist zumindest. Naja, dann werden wir jetzt mal ein bisschen. Also der Dolch zum Kämpfen ist egal. Der Vorschlag Hammer macht uns arm. Oh, haben wir unsere Schwerter weggeschmissen? Wir probieren mal den Speer. Spikes, okay. So. Jetzt brauchen wir noch. So. Wenn wir mal. Okay. Wir müssen dann nämlich langsam auch wieder Essen suchen. Es ist gleich Nacht. Mhm. Wollen wir mal schnell zu dem Haus noch gucken? Mhm. Weil ich sehe gerade nichts Ekliges. Wobei wir haben keine Pfeile mehr. Mhm. Kommt er da raus? Na, jedenfalls rennt der ihn mal gegen. Das ist nur ein Rahmen, würde ich sagen. Oh, Schwein! Dein drittes. Jetzt hat er dich getriggert. Okay, dann machen wir das so. Genau. Dann halt so. Warum nicht?
Ah, jetzt muss ich Wildbrett sammeln. Aber wir haben schon mal Progress gemacht hier. Nehmen wir noch zwei Wildbretts. Dann nehmen wir die am besten noch mit, wa? Ja. Gut, ne? Haben wir. Hey. Wir verbinden uns mal, auch wenn das Bluten keinen Schaden macht, ne? Wir sind ja nicht so. Ups. Naja, wenn nicht, kannst du ja in dem Haus da bleiben über Nacht. Wenn du das, ja, aber was will ich dann in der Nacht hier machen? Ist halt immer so das Problem. Hier kannst du dann noch was looten, Betten. Oh. Oh. Draußen, ne? Lass mich vorbei, Typ. Oh, scheiße. Ah! Der den habe ich nicht. Ich dachte mir so, hoffentlich steht keiner links. Nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Verdammt. Die gehen ja überhaupt nicht hier weg. Ich muss das herstellen, also muss ich echt das Fleisch holen. Hast du da noch rotes Fleisch liegen? Ja, aber nur noch zwei. Achso. Dann müssen wir es holen gehen. Hier sind so viele. Drei Stück. Und was flattert denn da? Und ist jetzt tot. Wow. Boah, wo kam der her? Wah, du bist ja schneller als ich. Ist nackt. Hä? Achso, ich habe keinen Zauber mehr. Am schlausten. Können jetzt schlecht Holz hacken gehen. Also es stört schon ein bisschen, ne? Drei davon. Ja. Gut, dann gehen wir jetzt. Dann müssen wir halt so jetzt hier rumlaufen. Vier, fünf. Bei den anderen normalen Tieren, die bekämpfen sich ja dann auch mal alleine, wenn sie getriggert werden. Aber das finde ich doof. Das, die könnten ja auch mal gegeneinander kämpfen. Na gut, selbst wenn die haben 3000 und HP, ist egal, gegen was sie kämpfen. Ich meine so, dafür, dass es halt an sich Bossmonster sein sollen, sind es ein bisschen viele auf einen Platz. Ja. Weil im Grunde sind es dann nichts weiter als ganz normale Mobs. Wenn wir mal überlegen, müssen wir irgendwie weit außen rumlaufen.
Das wird schon. Anfang ist immer schwer. Und unbefriedigend, ne? Aber ist ja, halt wie so. Gesagt, ich finde es halt, es ist so also von der Balance her ist problematisch. Man soll ja wohl angeblich hier gar nicht anfangen. Nur kann man sich das ja nicht aussuchen. So. Ja. Wie gesagt, ich finde, man sollte das ein bisschen mehr mit der Game Stage an sich regulieren. Einfach. Anstatt zu sagen, nee, hier darfst du als neuer Spieler nicht hin, aber wenn ich als neuer Spieler hier halt spawne, kann ich es nicht ändern. Was sollst du machen, ja? Ich kann ja schlecht 5 Tage lang die Straße langlaufen, wobei ich da ja wahrscheinlich auch sterbe. Was bist du denn? Was ist das? Frankie, der NPC-Farmer. Okay, also du bist nicht böse. Vielleicht. Mhm. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir... Ja, schon wieder einer. Oder der gleiche, keine Ahnung, mal gucken. Ah, trotzdem, so ist es echt cool. Schon echt. Was? Ach, einer rennt... Gegen was kämpft er da? Der kämpft gegen uns halt, ne? Krieger. Gegen was? Nee, der wollte raus. Greift er da ein Skelett an? Okay, das heißt, wir haben nur einen hier drin gerade. Dein Ernst? Oh, echt jetzt? Komm, das ist, sowas ist nicht witzig. Ah, ist ja schön. Wer kommt da durch? Sowas ist überhaupt nicht cool. Na gut, schaffe ich nicht. Die sind viel zu schnell. Sehr große Aggro-Range, die guten. Und laufen durch Türen? Na, ich weiß jetzt nicht, ob ich... Ob sie theoretisch noch nicht zu war. Ah, wirkte schon so, dass er durch die Tür glitscht. Okay, dann gehen wir einfach Holz fällen. Das war dann da bloß den Rucksack holen irgendwann, ne? Ja. Lässt sich halt jetzt gerade nicht ändern. Vielleicht lockst du da alle dann hin, wenn du Holz fällst. Knusper, Knusper, Knäuschen. Wahrscheinlich müssen wir da wirklich mal ein paar Spikes aufbauen, die irgendwie versuchen, mit Spikes wegzuräumen erstmal. Ja, oder so wie wir es am Anfang... Das kann man nicht mal reparieren. Dass du diese Tanke da nimmst und versuchst, die... Dass du irgendwie so einen Standpunkt hast, wo du kämpfen kannst. Das Problem ist, kämpfen generell funktioniert ja gerade nicht mehr. Also, zählt schon wieder 4. Meine Güte. Es sind nicht Bossmonster, es sind die einzigen Monster, die hier unterwegs sind. Okay. Oh ja, ein paar Äpfel schadet nicht. Wobei es ist halt eigentlich im Grunde ja nur ungewohnt, dass sie halt wirklich schneller laufen als man selber. Gut, eigentlich... Ich überleg gerade, ob das theoretisch unter irgendeinem Aspekt gut ist.
dass die schneller laufen? Weil im Grunde bedeutet das ja halt, dass man nie gegen sie kämpfen kann an sich, weil man müsste sich immer versuchen, schnell einzubunkern. Weiß ich natürlich nicht, ob das der Sinn, sag ich mal, hinter den Monstern ist. Weil du kannst sie nicht wirklich kiten, es sei denn, du spielst mit Frostmagie, was dann aber alle anderen Arten im Grunde als Nonsens erklären würde, weil du halt damit weder genug Schaden eigentlich machst, noch halt sie kiten kannst. Nahkampf fällt komplett weg, ja. Was ich dann halt zum Beispiel schon wieder schade finde, vor allem weil man sie halt nicht staggern kann. Deswegen, kommt drauf an, was so der Gedanke ist. Oder es soll halt im Grunde so sein. Aber dann sind es im Grunde, finde ich, zu viele davon auf einen ja. Platz. Huch, Standbild. Vielleicht sollst du dich ja auch so konstant ja nicht in diesem Gebiet aufhalten. Naja, aber das Problem, sobald du ja allein einen davon schon triffst, geht es ja nicht mehr weiter in dem Sinne. Und das ist so ein bisschen die Problematik. Vor allem, weil ich weiß halt nicht, warum es jetzt immer noch so ist, dass man die Pfeile nicht wiederbekommt. Das macht's halt, du kannst halt nicht Nahkampf machen und Pfeile bekommst du nicht wieder. Magie bekommst du wieder, okay. Aber nur mit Frost kann man im Grunde kiten. Es wird sich wahrscheinlich zum Ende hin ein bisschen mehr verschieben. Ist doch egal. Ich lebe hier, du kannst mir nichts. Er reagiert darauf, wird Geräusch herkommen, ne? Soweit so klar. Ihr seid nur ziemlich campy. Ein Stein, ich habe keinen Stein, ne? Hm. Er ist gerade durch die Spikes gelaufen. Ist ja meine Kisten in Ruhe. Was glaubt ihr da? Er prügelt sich mit Frankie. Sieht schlecht aus für Frankie, wa? Ja, ich wahrscheinlich. Frankie scheint tot zu sein. Ich glaube, die Spikes machen eigentlich ganz gut Schaden hier. So sah es zumindest vorhin. Hat er die ganze Reihe da jetzt schon weggeräumt? Die war doch bis zum Stein. Ne, Frankie lebt noch. Wie viel hat er noch? Ah, nur 2,6. Ah, 700 verloren. Und was bei dir? Frankie stirbt. Hm. Wow, verdammt. Der hat dich gesehen. Nee, hat er noch nicht? Nee, 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 noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Wir können ja mal kurz gucken. Junge. Ramen. Was sind denn die Holzraum? Da. Aus Holzklötzen kannst du die herstellen. Und an der Werkbank oder so. Na, an dem Sägeding, ne? Bin mir gerade gar nicht sicher. Kann man? Ich glaube ja. Aber hübsche Bänke gibt es hier. Das. Was ist denn das da jetzt? Ein Werwolf. Ein Troll. Dwarf. Zwerg. Nee. Ja.
Oh Gott. Wie die da rumlaufen. Eine Frechheit ist das. Ah, die Nächte sind lang. Und nur wenn es Tag ist, wird es ja nicht besser. Sowas ist auch. Sowas sollte nicht sein. Na, jetzt sind es 3 oder 4, jetzt kann ich mich nicht mal im Bett wiederbeleben. Mach in der Nähe, das ist nicht weit weg. Ja. Genau. Ist recht. No. Kleine Ort draußen. Ja, ist ja toll hier. Vom Regen eine Traufe. Oh, ein Kristall. Und ein Kristall oder so war das. Ach ja. Boah, 3. Läuft. Ja. Jetzt ist dein Bett jetzt frei. Ja, ich guck mal. Wie gesagt, also wenn du die Bossen und so wegnimmst, werdet alle die ja nicht so schlimm. Nur gegen die kannst du halt nicht wirklich was tun. So. Ja, klar. Es. Ne? Der läuft doch wirklich rum, wa? Na, keine Chance. Wow, der ist wirklich so viel schneller. Oh, ich hoffe, jetzt ist aber ein Stück weg. Ich glaube, ich werde einfach so einen kleinen. Naja, gut, selbst wenn ich da jetzt 20 Spikes hinstelle, macht der Kinsen die Trampel da auch nieder. Ja. Überlegen. Jetzt ist halt das Problem. Jetzt kommt er auch noch wieder her, oder was? Sehr penetrant, der Gute. Gib mir doch wenigstens eine Chance. Womit repariere ich den? Eisen. So. Ich versuche noch mal zu unserem Rucksack zu kommen. Und erstmal was essen. Die Problematik ist halt im Grunde, dass du dadurch immer weiter Nahrung verlierst. Und dadurch wird es ja im Grunde immer schwerer. Ja. Das einfach mal hier runter. Wir müssen Kaka. Ach ja, hatten wir da das Klo, ne? Mhm. Da stand ja eins. Nee. Oh, es regeneriert aber mehr, hä? Über 10, echt? Wir hatten noch gerade nur 50. Ich glaube, die Anzeige stimmt nicht, kann das sein? Ja, guck mal, wie unsere Nahrung steigt. Wir hatten gerade 50. Ne? Mhm.
glaube, da stimmt auch was nicht. Aber ich denke jetzt mal nicht, dass das Absicht ist. Wirkt wie 100 statt 10, ne? Würde ich denn jetzt einfach mal. So, wir versuchen es nochmal. Der Typ steht ja theoretisch nicht drin, also der Große. Und einer ist theoretisch drin, ne? Guck mal, unsere Nahrung ist bei 130. Oder das ist so Noob-Schutz, wenn man so ganz oft so hintereinander oft stirbt. Ja, dann geht's, ja, komm, Typ. Du brauchst es. So. Mann gegen Mann. Eine Fackel von unten mitnehmen sollen. Ich schaff nicht mal einen. Na gut, hätte wahrscheinlich keinen schweren Schlag benutzen sollen. Sind wir dann. Ja, wegen der sind wir makulant, ja. Na gut, dann nochmal. Komm her, Typ. Stamina, lade dich auf. Hängst an den Seilen fest, hä? Leben ist schon Mist, ne? Da welchem Seil hängst du? Hallo? Blablabla. Hässlich bist du auch. Easy. Du musst dir die Fackeln unten aus dem Haus mitnehmen, dass du oben was siehst. Man sieht zwar nur die weißen Köpfe von denen. Ja, es reicht, ich will ja die Köpfe treffen. Erstmal müssen wir sie halt irgendwie wegbekommen. Weil der eine steht ja jetzt theoretisch drauf. Wieso rennt denn da jetzt eine Schreierin hin, sag mal? Reicht das nicht schon so? Ihr wollt mich doch verkohlen, alle. Wobelt denn da so? Eigentlich kannst du doch hier irgendwo rein. Hm? Der hat ja, ja sich da rausgekloppt, genau. Ne? Mhm. Was macht der da? Aber er hat mich noch getroffen, ne? Bringt uns nicht. Jetzt kommt die rein. So. Oh, wir haben den Eiszauber nicht mehr? Denn liegt der in dem anderen Rucksack noch? Wäre blöd. Wir haben noch einen zu Hause. Jetzt muss nur einer drin sein, ne? Zwei. Hä? Das waren vorhin auch schon drei. Hm, macht keinen Sinn. Richtig, kannst du gar nicht kämpfen, ist doof. Ja, gar nicht kämpfen können, ist blöd, ne? Ja, wie gesagt, das macht ja keinen Sinn, einfach irgendwo hinzurennen jetzt so.
Gut, man könnte jetzt warten, bis halt Tag ist. Ah, weiß nicht, ist ja im Grunde auch nicht der Sinn. Wir überlegen uns was. Und zwar. Ja, also, so ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Also, ich finde es gar nicht das Problem. Was ich problematisch finde, dass es halt nur mit Magie geht. Dafür, dass halt zum Beispiel so verschiedene Nahkampfwaffen jetzt drin sind. Und man nicht mal die Kämpfer im Grunde schafft. Oh, ein bisschen Licht hier, ne? Ach ja, jetzt ist ja die Schreierin da auch noch irgendwo im Haus. Aber weiter sterben werden wir dann erst in der nächsten Folge. Was? Bis dann!